Wir sehen hier in diesem ungefähr 70, 80 Jahre alten Bestand, wie wichtig die Durchforstung auch für die nächste Generation ist. Da sehen wir den Stuken in der Mitte. Der Baum ist vor etwa, ich denke, es sind etwa 8 bis 10 Jahre, etwa eher 10 Jahre her, 8 Jahre. Wir sehen, hier ist eine Handfällung, da ist eine Bruchleiste, also keine Harvesterfällung. Und in der Zeit hat sich dann hier, allein weil dieser Baum gewichen ist, nicht nur der Zuwachs auf die großen verlagert, die besser waren, auch keine Spitzenexemplare, aber offensichtlich besser als der hier gewesen sein muss, sonst hätten wir den hier nicht rausgenommen. Und die nächste Waldgeneration hat hier Luft gefunden. Na gut, da oben sind natürlich auch noch ein paar Stuken. Und so muss man eben Licht frühzeitig in den Wald bringen, damit man nicht einen Altersklassenwald hat oder vielmehr den Altersklassenwald, wo alle Bäume eine Altersklasse haben, langsam umformt zu einem mehrstufigen Wald, wo im Prinzip, im Idealfall, Richtung Plenterwald, alle Altersstufen nebeneinander stehen. Das dauert aber mehrere Waldgenerationen, um das hier zu erreichen. Hier war jetzt im Januar vor 2 Jahren, also 2019, der Harvester. Das ist ein typischer Harvesterstuken. Keine Bruchleiste, kein Nix. Oben angefasst, unten abgesägt, rausgezogen. Dann im Vergleich dazu ein Stuken vom manuellen Fällen, also mit der Motorsäge, wäre dann dies hier. Also ein klarer Unterschied mit Bruchstufe. Gut, die Bruchleiste sieht man jetzt hier nicht. Das war schon ein paar Jahre her. Und der Harvester hat hier also einiges rausgenommen. Wir sehen die geraden Stuken. Und schon, wo ein Baum rauskommt, wir sehen das vor uns, ist gleich die Naturverjüngung dabei und bildet hier ringsherum einen neuen Bestand. Hier aus Ahorn. Schon deswegen ist die Durchforstung wichtig. Dieser eine Baum hat hier so viel Licht gegeben für diese Naturverjüngung und natürlich auch für die Umstehenden im Kronenraum. Wenn ich mich jetzt mal hier genau auf den Stuken stelle, dann sieht man das sehr schön, welchen Platz der freigegeben hat. Also x andere Bäume haben jetzt mehr Luft. Und bevor die alles dicht machen, kommt die Naturverjüngung und holt sich auch ihren Platz. Hier sehen wir das wieder. 2 Jahre nach dem Harvester-Eingriff. Wir sehen hier noch das Kronenholz liegen. Voller Bestand mit Ahorn, Naturverjüngung. Und hier ist der Stuken, typisch vom Harvester geschnitten, glatter Schnitt und schon alles dicht, neu aufgewachsen. 2 Jahre hat es gedauert, wenn nicht. Hier haben wir eine Durchforstungsstufe davor, also vor so 8 bis 10 Jahren, da sehen wir den Stuken mit Bruchleiste. Und das heißt also, dieser Naturverjüngungsbestand ist jetzt so eben entsprechend 8 bis 10 Jahre alt und nutzt also den frei gewordenen Lichtraum. Und trotzdem ist der alte Bestand, der ja noch lange nicht erntereif ist vom Alter her, da können ja noch mal 40, 50 Jahre dazukommen, also in einer Größe, so dass die Kronen oben zwar nicht mehr Dichtstand haben, aber doch auch nicht übermäßig Platz. Sie haben trotzdem immer noch Kontakt zueinander. Es kann also genügend Licht durchkommen für den jungen Wald und die alten Bäume, die in den Ertrag wachsen, können ihre Kronen trotzdem gut entwickeln. Wenn man alle rausnimmt, die da nichts mehr zu suchen haben im Wald, von der Wuchsform her. So wie den Geschlängelten da vorne in der Mitte mit dem tiefen Astansatz. Das wäre dann
der nächste da rauskommt. Das ist im Prinzip nicht anders als bei den Menschen. Da muss man auch jetzt nicht mit Gewalt Platz schaffen, das jetzt nicht, sondern der Jugend den Raum geben, sich zu entwickeln. Das braucht alles seine Zeit. Das geht alles nebeneinander her. Und dann ist der Übergang ganz flüssig und störungsfrei.